So, ich darf euch alle herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Unsere Gäste von ein paar Kilometer höher den Rheinhof begrüße ich ganz herzlich, allen voran Herr Schulz, den Gästetrimmer, der jetzt auch das erste Wort zur PK hat. Ja, hallo in die Runde. Ich denke, es war für alle ein sehr aufregendes Spiel. 90, 100, 102 Minuten, wo beide Mannschaften sich nichts geschenkt haben. Sehr viel Hektik im Spiel gewesen, das wussten wir vorher, darauf konnten wir uns einstellen. Ich denke, ich habe heute eine Kölner Mannschaft gesehen, die sich komplett anders präsentiert hat als beim Heimspiel gegen Darmstadt. Von Anfang an offenes Visier, mutig nach vorne gespielt. Im Laufe des Spiels, auch durch die Wechsel, sich viele Chancen rausgespielt. Ich denke mal, der verschossene Elfmeter, der bricht so mancher Mannschaft vielleicht das Genick. Bei uns nicht. Wir haben einwandfreien Charakter, haben wirklich eine Truppe, die felsenfest füreinander da ist. Und gefühlt hat man ja, noch einen Gang hochgeschaltet und dementsprechend am Ende auch verdient den Ausgleich geschossen. Mit ein bisschen Glück wäre heute auch mehr drin gewesen. So nehmen wir den Punkt mit nach Köln und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Das stand für mich heute im Vordergrund und trotzdem hätte ich natürlich auch gerne 3 Punkte gehabt. Wäre in unserer Situation schon auch sehr wichtig gewesen. Vielen Dank. Bo, wie hast du das Spiel gesehen? I think we played a really good first half. Of course, we would have liked to be a little bit better with the ball at some points of the game, especially in the second half. But in the first half, of course, we can close the game. We have a great possibility to make it 2-0. I think we have 2.0 xG in the first half, and I think they had 0.17. So of course we could have closed in the second half. It looks like we get a little bit afraid. And maybe it's after the penalty, I don't know, but that's how it looked from the outside as well. That's the feeling as well. We didn't dare to go forward. We didn't dare to do the things we normally do. And the end of the day, I take the responsibility of that for the second half. Of course, we're not happy when we get a concede a goal in the 5 minutes overtime. That's normal. But again, we are fighting. Everybody's fighting. Everybody's doing their best. If somebody didn't want to run or didn't want to do their best, I would be really unhappy. But we needed that coolness with the ball. We needed the belief with the ball and be a little bit more clever in situations. And the quality, of course, in the second half with the ball was not good. But again, we are 5 points clear of Köln, and we are only 2 points after. Bochum and Union Berlin, and that's of course the main thing we're looking at now. We have to chase and chase and chase. We have 3 more games to go, 3 finals, and we're looking forward to that. Jetzt seid ihr an der Reihe mit euren Fragen. Bitte nehmt kurz ein Mikrofon nach einem Handzeichen, wenn ich euch aufrufe. Und es startet Peter Herbert Eisenhut von der Sport aus Mainz und FAZ. Der hat ein bisschen schneller gezogen, dann komme ich zu Ihnen. Herr Hinrichsen. Philipp Wehne-Roth, Amiri Gruder, 5. gelbe Karten, Onisivo möglicherweise verletzt, also schwerer verletzt. Wiegt das schwerer als das 1-1, als der verpasste Sieg? That's life, you know. We know that we had some possibilities to get suspensions, and that's how life is. Of course, I'm not happy with the red card. I'm not happy with the way that we get the red card, that he doesn't even look at it again. But besides that, we'll put a fantastic team together for the next Sunday. That's the main thing for us. We knew that this could happen, and we get Lee back as well. So we're only down with 2. So we'll find a really really good team, and I'm really sure that we can. Hopefully go and chase the 3 points in Heidenheim on Sunday. Sind Sie Herr Grefe vom Kölner Stadtanzeiger? Nee. Kemper von Express, dann bitte von Ihnen die nächste Frage. Mikrofon, kann einmal kurz jemand in die erste Reihe eins rüberwerfen? Das wäre nett, danke. Ganz nach außen, danke. Timo, es gab heute einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Ich denke da an die nicht gegebene Gelb-Rote für Katschi, dann den vielleicht noch einen Elfmeter, den er hätte noch bekommen können. Wie hast du die Situation gesehen? Ich sehe es auch nur live im Stadion. Kann jetzt nicht auf jede Situation eingehen. Ich denke, wir haben heute einen Elfmeter verschossen, den wir bekommen haben. Da sollten wir uns an die eigene Nase fassen und nicht beim Schiedsrichter rumkarten. Mit ein bisschen Glück, klar, können wir vielleicht noch einen kriegen. Aber nochmal, wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Das ist unsere eigene Leistung. Und die war heute gut. Zweite Halbzeit sehr gut. Und da müssen wir rangehen, nächstes Spiel. Nicht irgendwo gucken, was der Schiedsrichter uns vielleicht nicht gegeben hat. Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung.
Ja, Coach, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Mannschaft im zweiten Durchgang so eingebrochen ist oder beziehungsweise aufgehört hat, Fußball zu spielen? War es die nervliche Belastung? Sie haben die Angst schon angesprochen. Oder war es auch der Druck der Kölner, die ja wirklich ums Überleben gekämpft haben? I wouldn't have a clue, mate. To be honest, I don't know. And the end of the day, we don't have to know everything. But we have to know that we're doing our best. I saw a group of players who was doing their best. Of course, sometimes we get blocked, and that's how football is. That's how the people are, and that's okay. Of course, we felt we had something to lose. That's the feeling when you look back at the game in the second half, that we had something to lose, that we were trying to keep hold of something, and just get punched and punched and punched. And then, of course, maybe it started with the penalty after 2 minutes. Maybe he could give it, maybe he shouldn't. But at the end of the day, it's not about that. It's about what we are aware of and what we should do. And of course, that we'll get games like this. And I think Köln played a fantastic second half, and we have to give them credit for that as well. And instead of like always thinking about we played bad, all these things, but that's how we played a bad. It was probably the worst half we have played so far. And that's sometimes how it is. But I'm proud of the way we react. I'm proud of the way that we are running. I'm proud of the way we are working everybody. There's not one player who is not doing his best. And as long as we do that, and as long as we see the first half, as long as we see the last five games, then I'm confident. And then I have really, really good belief. But of course, are we getting afraid or whatever it is? Maybe. But I see some players that will do everything for each other, and that's the main thing. And then next time, we'll be better with the ball, and that's what we have to look at. Ich glaube, Herr Werner von vom Stadtanzeiger. Ich muss mal raten. Ich sehe euch ja nur einmal im Jahr. Danke. Timo, die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit sicherlich sehr viel Moral bewiesen, hat den Elfmeter weggesteckt, hat mit dem Mut der Verzweiflung wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, sich viele Chancen herausgespielt, Leidenschaft gezeigt. Für den Außenstehenden ist immer ein bisschen schwierig, aber warum war das nicht möglich, in der ersten Halbzeit das zu zeigen, halt, weil man wusste ja, um was es geht. Ich fand die erste Halbzeit von uns absolut okay. Muss natürlich immer gucken, wir wissen, dass die Mainzer ihre Stärke auch komplett im Umschaltspiel haben. Das hat dann auch was mit dem Risikomanagement zu tun. Letztendlich haben wir auch zweite Halbzeit, muss man sagen, ein paar Spieler auf den Platz bringen können, die für uns einen absoluten Unterschied ausmachen können. Gerade mit Marc Uth, wie er sich zwischen den Linien bewegt, immer wieder auch auf engsten Räumen Lösungen findet. Das macht unser Spiel natürlich besser. Da müssen wir nicht drum herum reden. Und trotzdem fand ich auch in der ersten Halbzeit haben wir 3-4 richtig gute Situationen herausspielen können von hinten, wo wir auch bis ins letzte Drittel kommen. Da haben wir leider nicht die richtige Entscheidung getroffen, wenn es Richtung Tor ging. Aber auch mit der ersten Halbzeit war ich schon zufrieden. Zweite Halbzeit war natürlich viel mehr Druck, viel mehr Spiel im letzten Drittel, einige hochkarätige Chancen. Das gefällt natürlich dann dem Zuschauer oder dem Journalisten deutlich mehr als in der ersten Halbzeit, wo man vielleicht ein bisschen taktisch disziplinierter zu Werke gehen muss. Ich blänke, aber Sie können sich ja vorstellen. Marc Merten vom Geistburg, Herr Schulz. Ich würde noch mal gerne zurückkommen zur ersten Frage von Jürgen Kemper, wie Sie diese Schiedsrichtersituation wahrgenommen haben. Wenn ich schaue, wie die Spieler und die anderen Verantwortlichen nach dem Spiel vom Rasen gekommen sind, hier durch diesen Bereich durch, da war sehr viel Emotion dabei und jetzt sind Sie da relativ ruhig. Kann ich Ihnen das abnehmen, dass Sie wirklich nur auf die eigene Leistung gucken? Denn ich kann mir vorstellen, dass auch Sie sich schwer geärgert haben. Ja gut. Ich glaube, für einen Schiedsrichter war es heute auch nicht einfach. Es ist eigentlich schon vor dem Anpfiff hier eine brutale Hektik und Stimmung drin. Und jeder Zweikampf, jedes Foul, jede Entscheidung wird kommentiert durch Abwinken, durch irgendwo weiteres Kommentieren und Lamentieren. Und ich glaube, als Schiedsrichter hatte nicht nur er, sondern alle vier hatten heute alle Hände voll zu tun. Und jetzt im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, ja, aber da hätte es einen Elfmeter pfeifen müssen und da wäre es eine gelb-rote Karte gewesen, klar, hätte er vielleicht gelb-rot geben können, aber hat er nicht. Punkt. Und ich denke, das war auch Ermessenssache, genauso wie beim Elfmeter. Und dementsprechend müssen wir das so hinnehmen, dass es in mir vielleicht ein bisschen anders aussieht, als ich jetzt gerade rede, das können Sie mir glauben, aber es nützt ja nichts. Also jetzt irgendwie Schiedsrichterschelte zu betreiben, das werden Sie bei mir nicht erleben. Simeon Birkobein von der Bild-Zeitung. Schnapp dir mal ein Mikro hier von den Kollegen. Danke. Hallo Herr Henriksen, wie bewerten Sie die zweite Elfmeterszene? Ihr Torwart Robin Zentner hat gesagt, dass es auf keinen Fall ein Elfmeter ist. Sehen Sie es ähnlich oder wie sehen Sie es? I haven't seen it 100% again. I've seen it on a little phone and of course you can see that they go into each other. I think first he
he gets the ball with the head, and then Sentner he actually gets the ball in the head, and then they go into each other. But of course, they can be he can take that decision he did, and that's maybe 60-40 or whatever. But that's also football. That's his, a decision, and he probably can give that penalty. The first one, maybe also 50-50, and then that's the decisions of a referee. That's how life is. And the red card as well. It's not about the referee for me. It's about our performance. It's about what we do, and we have to be better. And that's especially in the second half. And for me, what the referee is doing, they're doing their best, and that's the main thing. As long as they're doing their best, then we can't be unhappy with that. Gibt es noch Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Ansonsten, doch noch mal in der ersten Reihe, Werner, bitte. Timo, wir können natürlich alle die Tabelle lesen. Wir wissen auch, was das Restprogramm von den einzelnen Mannschaften ist. Aber ich würde dich gerne nochmal fragen, wie bewertest du das jetzt? Wie siehst du die Situation jetzt? Ihr habt jetzt zwei Heimspiele in Folge. Was ist das Motto? Wir glauben an uns. Das ist zu 100% das Motto. Wir glauben daran, dass wir es schaffen können. Wir haben aber letzte Woche leidvoll erleben müssen, dass wir nicht rechnen sollten, sondern dass wir unsere Leistung bringen müssen. Und das war heute auch der Ansatz, dass wir gesagt haben, erstmal zählt es auf dem Platz, danach wird abgerechnet. Und genauso gehen wir nächste Woche auch wieder ran, werden uns in der Woche gut auf Freiburg vorbereiten und wir werden ein anderes Gesicht zeigen, als wir das gegen Darmstadt zu Hause gemacht haben. Und dann wird nach dem Spiel wieder abgerechnet und dann schauen wir, was noch alles möglich ist. Und der ganz dicke Strich, der kommt am Ende nach dem 34. Spieltag und da ist noch alles möglich. So, dann bedanke ich mich für eure Fragen, für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche allen eine gute Heimreise aus der MIWA Arena.